Für Rollo an der stärkeren Klasse von der Kompakt-SUV, wo viel mit den Namen geschafft wird, auch die richtig Kerf-Akzente zu exzitieren, muss sie sich bei Renault auch etliche Sachen los. Dabei geht es doch nicht nur um einen neuen frischen Namen an einen modernen Look, sondern um ein Multimedia-Erlebnis, das der Zeit angepasst ist. Und mit möglichst hochwertigem Feeling am Interieur sowie auch nebenbei beim Gebrauch vom Namen Alpine. Aber wenn dieser Name in einem SUV passt und im Gegensatz zu dem, wer den sich kein vorstellen, spielt Renault mit diesem Emblem erst das Kerl von der Unauffälligkeit wie von der echten Sportlichkeit. Für an dem hart besetzten Feld von den Kompakt-SUVs die richtigen Akzente setzen zu können, hat Renault sich schon etliche Sachen gelöst. Und dabei geht es nicht nur um einen neuen, frischen Namen, sondern auch um ein hochwertiges Feeling am Interieur, den der heute ja Multimedia-Zeit angepasst hat. Der neue Name Austral soll auch für den flotten Schwung durchstehen. Und so weist sich die französischen SUV auch einmal schon optisch von einer realisierten Seite. Der Fichtendeel wirkt mit seinen markanten LED-Scheinwerfer dynamisch, auch sein hinnischen Deel weist sich an eine dynamische Richtung. Er präsentiert sich als ein eheständigen SUV. Besonders auffällig ist das Interieur. Wie gibt der Franzose heute so ein? L'ambiance est chic, pas spécialement sportif. Überall am Interieur fanden sich blaue Akzente, blaue Bitsnäden im Volant, Sportsitze mit einem blauen Alpine-Logo sowie sogar auf der Sicherheitsgurte. Und auch beim Reklamen fällt einem direkter Blick nicht nur auf einen modernen, sondern auch extrem hochwertigen und gemütlichen Interieur. Der Cockpit ist schon bekannt als der Megane E-Tech, wirkt aber hier am Austral mehr betont und mehr hochwertig. Kombination aus einem 12,3 Zoll Digital-Tacho und einem 12 Zoll Touchscreen an höherer Form weiß auch zu überzeugen. Den Digital-Tacho kann man der Präsentation von verschiedenen Ikonen abtrumpfen. An den Touchscreen den Multimedia Open Air Link, der mit Google-Navigation sowie Steuerung von der Spruch equipiert ist. Und plus eine intuitive Bedingung wird auch nicht enttäuscht. Auf einer Länge von 4,50 m bietet Renault Austral viel Platz, sowohl am Interieur für eine 4-Personen-Familie oder Personen, die viel Platz am Auto brauchen, sowie auch an der Mall. Eine gute Andehnung auf Platz an den zwei Reihen. Je nach Position von der um 16 cm hin und her Rickel bei Rickbank kann Freiheit für die Beine am Fond überzeugen. Die zwei Fichtstoff-Alcantara-Sportsitze, die nicht nur einen perfekten Halt bieten, auch nach schön ausgesehen und dabei auch noch bequem sind, wobei in den hinnischten Interieur allerdings nicht dir vergessen. Dabei hast du Chauffeursitz wahrscheinlich den meist gefrorenen, weil den auch über den Massagefunktion verfügt. Die Feiertieren bieten noch ein Licht ran an Rasklammen. So wie sie mal bei voller Besatzung bei 500 Liter lädt und sobald die gedehlten Rick von der hinnischten Bank umlädt, mal ein Ladevolumen bis zu 1525 Liter anbietet. Bei unserem Testauto hat es sich um den Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Esprit Alpine gehandelt. Er setzt Renault auch auf eine Kombination von bekannten und sich bewährten Komponenten an auf einen neu entwickelten Herzstück. Den 1,2 Liter 3-Zylinder Turbo Benziner mit 96 kW, 130 PS und 205 Nm ersetzt durch den Bisolo 1,6 Liter Full Hybrid Automotor von der Marke. Dieser 3-Zylinder-Motor ist deutlich mehr spritzig wie die frühere 4-Zylinder, weil die noch deutlich merkt, wenn ihr den Austral als Solist dreift. Der Teil ist auch ein Ausnahme, weil an den meisten Fällen als ob manst eh von denen zwei Elektromotoren mit am Spiel. Den elektrischen Motor beteiligt sich mit 50 kW respektive 60 PS und der Antriebsarmicht. Aber bei Bedarf klemmt die Systemleistung vom Full Hybrid 200 bis auf 146 kW respektive 200 PS. Den zweiten Elektromotor, also 25 kW starke Startergenerator. An seiner Aufgabe, Bewegungsenergie vom Austral an den Benziner auf Strom umzuwandeln. Gespeichert gibt es an einem 2 kWh großen Lithium-Ionen-Akku mit einer Netto-Kapazität von 1,7 kWh. Er kann auch am elektrischen Modus bis zu einer Vitesse von 130 km/h fahren. Und mit dieser Energie demariert ein Austral-Hybrid auch auf 40 erste Kilometer bald immer voll elektrisch.
Bei unseren Vorlesungen hat es auf jeden Fall gefühlt, dass das Motto perfekt equilibriert ist. Vor allem beim Depair, wo sich der Nostral extrem flink aufhält und heute Schaufe auch aus verschiedenen Vormodusen viel Kraft geliefert kriegt. Am Sportmodus geht Nostral zu einem absoluten Gefühl, was Spaß macht. An die sportliche Aufstimmung bei der Iconic Esprit Alpine Version sticht an diesem Modus besonders deutlich raus. Für allem das komplett perfekte Fuhrwerk, also an seiner Kombination, an seiner Klasse ein großes Vorbild. Über dem Forum am Austral wusste sich auch die Großwendigkeit durch seine Allradlenkung zu schätzen. Auch der ein bisschen steif, aber immer nach sicher Fuhrwerk, kommen auf Landstraßen, sogar auf Straßen mit vielen Kehren auch nicht ermittelt für Schaufe und Passagiere rüber. Durch die Elektrifizierung aus der Renault Austral Full Hybrid 200 auf viele Fuhrsituationen spürbar. Ob man es von in seinem Geist an die Leistung vom Gefühl bedenkt. Abgefallen sei, dass der Verbrauch aber auf der Autobahn direkt herabgeklommen ist. Renault schwätzt auch davon, dass der Austral mit seinem 50 Liter Benzinstank an seinen Elektro-Zusatzmotoren beim normalen Fuhren eine Autonomie um die 800 km erreichen kann. Den Dreizylinder-Motor liefert doch bei einem Zwischenspurt enorm viel Kraft, weil er die 270 Newtonmeter, die der Benziner zwischen 1800 und 3750 Umdrehungen an der Minute liefert, ihn dabei nach dem Elektromotor weiter stützt. Geht die Vollleistung aufgerufen, sprint den Austral an 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km und sein maximal Vitesse lädt bei 175 km aber elektronisch aufgerichtet. Nicht so ganz zu überzeugen, wo es sein Automatikboard, die DAX ein bisschen nicht müssen überlegen, für den richtigen Gang parat zu holen. Per Konto wird die Umschaltung zwischen E-Modus und Benzinsbetrieb akustisch nicht bemerkbar. Thema Sicherheit geht hier auch groß geschrieben, dass alles über Bord wird leben, fahren, sicher und agréabel ist. Während in ein paar Tagen, wo wir mit dem Renault Austral Full Hybrid 200 NRW waren, kommen wir auf einen Durchschnittsverbrauch von um die 5,5 Liter Benzin. Aber wie viel Benzin in einer Weg kann spüren, hängt doch von der angestellten Rekuperationsstufe auf. Für den Gesamtauftritt von unserem Testauto wird auch die Iconic Esprit Alpine beigetragen. Das ist schon spannend, wie sich heute Zeiten ändern. Wollt für Jahren Renault nicht mehr von Alpine wissen, so bauen sie zusammen den Austral zu einem modernen, mit viel Platz attraktiven, kompakten SUV. Für kurze Zeit hat Ferrari das neue Einzelstück der Ferrari One-Off präsentiert, das nun Wunsch von ihrer Klientel gebaut wird. Den SP-8, wie sein Name ist, also kompromisslosen Rennrasse Roadster, den auf der Architektur vom FR Spider abgebaut wird. Den SP-8 ist ein Teil vom Special Styling Center Programm von Ferrari und das in der Leitung von Flavio Manzoni. Ein hörte VR-Mittelheckmotor, den FR Spider basiert, von dem er noch den Layout an Vorweg geäfft wird. Auffallend ist, dass der SP-8 kein Dach hat, was er noch zu einem typischen 2-Plätzen-Roadster mischt. Sein sportlicher Charakter, den 3,9 Liter VR-Biturbo-Motor und zusätzlich noch zu enger, enormer Sicht am Vorerlebnis, du passen am Freien mischt. Das Einzelstück reiht sich an Teilichtum vom exklusivsten Segment von der Ferrari-Palette an. Einzigartige Autos, die nur die Spezifikationen von einzelnen Klienten vorgesehen an den Tinder möglich, spitzt von der Individualisierung vom Cavallino Rampante zu verkörpern. Den SP-R also lo bei der Ferrari Finali Mondiali und späterhin am Ferrari Museum zu Maranello zu bewundern.